Hören wir doch einfach den ersten Lightning Talk. Dein Kopfhörer, ein universelles Elektronik-Debug-Werkzeug. Hallo, schönen guten Morgen. Ich bin der Milvi vom Regensburger Hackspace Binary Kitchen. Und ich habe mich aufgrund der enormen Beteiligung kurzfristig entschlossen, noch was zu erzählen über den Kopfhörer als Debug-Werkzeug. Nachdem ich gemerkt habe, dass viele Banalitäten, die ich so im täglichen Leben mache, von Leuten als tolle Hacks angesehen werden und ich stehe dann da, ja. Aber es gibt immer wieder jemanden, für den das neu ist und für den das vielleicht hilfreich ist. Das Problem, viele von unseren Messgeräten und Debug-Werkzeugen brauchen Blickkontakt. Ob ich jetzt ein Oszilloskop habe, ein Multimeter oder auch die klassische Debug-Leuchtdiode, ich muss hingucken, um zu sehen, was sich tut. Also ist die Idee, ich nehme ein akustisches Signal, um mein elektronisches Signal zu beobachten und habe den Vorteil, ich muss nicht hingucken, ich kann mit den Augen da bleiben, wo ich in der Schaltung mit der Messspitze rumfummel und aufpassen muss, dass ich meinen Pin treffe. Und ich kann eine sehr mächtige Signalverarbeitungseinheit nutzen. So das Ohr und das Gehirn dahinter ist ein super Signalverarbeitungsprozessor und ist besonders empfindlich für Sachen, die Klangmuster erzeugen, sich wiederholende Vorgänge. Und das Gehirn ist da sehr, sehr, sehr gut im Erkennen von Abweichungen und Mustern. So, die Audiosignatur des Warp-Kerns ist nicht im Rahmen der normalen Parameter, um zu sagen, irgendwas klingt komisch, hat schon seine Berechtigung. Die einzige Voraussetzung ist, das elektronische Signal muss irgendwelche Anteile im hörbaren Bereich haben, dass wir eine Chance haben, dass unser Gehirn da auch einen Zugang dazu kriegt. Wie kopple ich den Kopfhörer an? In vielen Fällen reicht es schon einseitig. Ich nehme hier den symbolisierten Klinkenstecker auf der linken Seite, am Ende auf der Masseseite in die Hand und habe dann mit dem vorderen Pin auf dem linken Ohr eine Tastspitze, vielleicht wirklich noch ein Stückchen Blankdraht drum, um einen spitzeren Punkt zu haben und kann damit in der Schaltung auf Signalsuche gehen. Bitte das Hirn einschalten. Wie gesagt, ich lang in die Schaltung rein mit meinem Finger über den Kopfhörer. Also vorher vielleicht entladen, mit Statik und so weiter aufpassen und nachdenken, was man tut in unbekannten Schaltungen, wo es unbekannte Spannungen gibt, möchte ich nicht direkt mit meinem Finger reingreifen. Also alles mit Bedacht, aber dann kann es ein sehr, sehr, sehr hilfreiches Werkzeug sein. Wie gesagt, in vielen Fällen reicht es schon über den Körperkapazität oder den Körperwiderstand, wenn ich auf der anderen Seite ans Gehäuse fasse, diesen Signalweg zu schließen, wenn es eine ruhige Umgebung ist, gerade mit diesen In-Ohr-Stöpseln, die sind sehr empfindlich und können auch kleine Signale noch sehr gut aufnehmen. Oder ich mache eine direkte Ankopplung, nehme also die Masseseite von dem Kopfhörer mit einem Kabel, einem Klemmkabel, Krokodilklemme, schließe das an die Schaltungsmasse, ans Gehäuse an. Und dann muss ich aufpassen, mein beobachtetes Signal nicht zu sehr zu belasten. Der Kopfhörer ist ja im Prinzip eine Spule, ein paar Windungen Draht und eigentlich ein gleichspannungsmäßig satter Kurzschluss. Deswegen ist es sehr sinnvoll, das zu trennen, entweder über einen Kondensator oder einen Widerstand beliebiger Größe. Ich habe hier einfach mal Hausnummern angegeben, ein Nanofarad bis irgendwelche Mikrofarads und ein Kiloohm bis 50 Kiloohm, was man gerade so zur Hand hat. Immer in Abhängigkeit von dem Signal, das man betrachten möchte. Wenn man eine sehr starke kapazitive Belastung hat, dann kann es sein, dass man sich bei Logiksignalen irgendwelche Flanken so weit verschleift, dass es dann plötzlich nicht mehr geht, weil man angefangen hat, danach zu debuggen. Und das muss man im Hinterkopf behalten. Ansonsten funktioniert das alles sehr gut. Ich habe jetzt leider keine Klangbeispiele dabei, aber so das klassische Beispiel für dieses Konzept der Mustererkennung ist, kennt ihr alle, Handy liegt irgendwo neben einem Lautsprecher und ich höre das Gezirpe beim Anrufeingang und so weiter. Ihr hört dort nicht direkt das Hochfrequenzsignal, sondern eigentlich hört ihr Metadaten, nämlich die Einhüllende der Pakete. Und wir wissen alle, wie wenig Information in Metadaten steckt. Und auch ein wichtiger oder von mir öfters mal benutzter Ansatz ist, serielle Kommunikation zu debuggen. Oft brauche ich diese Informationen, die vom Multimeter, Oszilloskop mir liefern, nicht in der Detailtreue. Was interessiert mich der Pegel oder das Timing, wenn die Information, die ich brauche, ist, kommt aus dem Pin was raus oder nicht?
Das heißt, ich halte meinen Kopfhörer bei irgendeinem Gerät an den TX-Datenpin der seriellen Schnittstelle, schalte das Gerät ein und wenn es dort rappelt, dann weiß ich, ah, da kommt ein Datenpaket. Und das ist oft schon ein sehr, sehr entscheidender Schritt. Kommt da was raus oder kommt nichts raus? Oder ich habe eine regelmäßige Kommunikation und dort ist ein gelegentlicher Glitch, den werde ich irgendwann hören. Es zippt irgendwas oder das Muster verändert sich. Und es ist ein großer Unterschied, ob ich weiß, da ist was und ich muss es nur noch finden, bis ich das Oszilloskop so weit habe, dass er auf diesen zufälligen Zustand triggert und ich den auch am Oszilloskop sehe, kann es eine Weile dauern und da hilft es sehr, gehört zu haben, da ist was. Das nur einfach als kleine Anregung, als Tipp. Und wir sind ja hier, um Wissen auszutauschen und frohes Basteln. Herzlichen Dank. Ah, danke schön. Wir hätten dann jetzt auch noch Zeit für Fragen und Diskussionen. Ich versuche weiterhin, das Ganze in die Länge zu strecken und es gelingt mir nicht. Ja. Ja, wir haben, die Frage war, warum? Weil wir zu wenig Talks haben? Ja, weil wir zu wenig Talks haben. Du kannst um einen halten, das ist total gut. Ja, einwandfrei. Dann schmeißen wir jetzt einfach deinen Fahrplan ein wenig über Bord und. Wir stehen drin. Ach, du stehst sogar drin. Ja. Dann schmeißen wir den Fahrplan überhaupt nicht über Bord. Moment. Was brauchst du für einen Anschluss? Vorgänger. Die Hand von Adapter. Ja, ja. Großartig. Das Low-Techste, was geht. Ich weiß gar nicht, was. Ich glaube, das da. Und ich schließe mich hier an. Mal sehen. So. Schauen wir mal, ob das klappt. Das war Absicht. VGA 1, 0 mm mal 0 mm. Ja. Vielleicht ist es doch die falsche Box. Sieht schon richtig aus. Also er kennt den Mode, aber das Ding ist zu klein. Das passt mal hin. Input ist. Auf. Jetzt habe ich keinen Doktor bei. Das sieht man wieder, die Science-Fiction-Filme lügen. Ich krieg ein Stück Alien-Hardware an und es geht. Ja, das ist großartig, ne? Mit dem wie war das bei Iron Sky, der USB-Anschluss? Ich vergesse mir das Ding mal. Okay, das ist jetzt ein bisschen peinlich, weil das ist Linux, das sollte funktionieren mit Grafik. Hast du es irgendwo? Sollen wir einfach die Datei auf meinen... Wenn du MDP hast? Das ist ein Markdown-File, Markdown-Presenter. Nein, hab ich nicht. Das ist natürlich auch gut vorbereitet. Nein, zeigt er immer nichts. Also er zeigt ihn an, aber das Witz ist hier mit nur Millimeter Höhe und Breite. Wir finden einfach mal an, guck, was passiert. Angebrannt ist er ja, schon. Minus minus Output. Ja, und. Genau. Den drunter. Zwartkollision. Ja, guck mal. Dann, du wolltest noch einen machen, dann machst du zuerst, dann holen wir kurz einen anderen Laptop.
Wir haben auch noch mehr, wir haben auch noch was, also wenn du noch nicht ganz bereit bist. Ich habe meine Slides gefunden mittlerweile. So, machen wir, probieren wir das nochmal mit diesem Technik und diesem Bild und so. Oh hey, hurra. Krass. Ah ja, hier, da. Ja, hi. Okay, das ist jetzt ein bisschen spontan und ein bisschen ungeplant. Deswegen wird es gegebenenfalls ein bisschen chaotisch, aber ich erzähle mal. Genau, ich halte einen kurzen Lightning Talk zum Thema Analyzing the Law of Intersegmental Coordination or Plotting Leg Angles and Planes and Stuff. Genau, vielleicht erst ganz kurz zu mir. Mein Name ist Jakob Schnell. Ich bin Physikstudent im 8. Semester an der Universität Heidelberg. Und im Rahmen dessen, dass ich da so einen Bachelor mache, mache ich momentan so ein Projektpraktikum in der Arbeitsgruppe Optimierung in Robotik und Biomechanik von Katja Mombauer, von Professor Katja Mombauer. Genau. Und was ich da momentan tue, ist 1996 kam so ein Paper raus und was die quasi gesagt haben, ist Folgendes. Wenn man so eine Gehbewegung hat, so eine ganz normale Gangbewegung, also wenn ich jetzt hier so über die Bühne laufen würde, dann würde ich könnte man irgendwie die Position von meinem Bein darstellen durch einen Winkel irgendwie in Fuß und den Unterschenkel und den Oberschenkel. Relativ klar. Ich kann diese drei Winkel jetzt quasi zeitdiskretisiert aufnehmen und dann gegeneinander plotten. Und dann kriege ich, weil Laufen ja irgendwie was Periodisches ist, eine geschlossene Kurve. Ja, soweit so gut. Und was die Leute damals irgendwie gesagt haben, ist, wenn ich das tue, dann liegen diese Winkel oder liegt diese Kurve in einer Ebene, beziehungsweise in einer 2D-Mannigfaltigkeit. Und das wäre relativ krass. Ja? Das ist nicht so ganz sicher, ob das so ist. Das Paper ist nicht so verkehrt, aber hat so ein paar Macken. Genau, und das wäre relativ krass. Weil was das hieße, ist, dass Gehen halt eben, dass wenn wir gehen, dann haben wir nicht quasi volle Kontrolle über unser Bein, so wie wir das vermuten, sondern wir steuern eben quasi nur zwei Parameter. Das hört sich irgendwie spannend an. Kann man das, und die Frage wäre jetzt so ein bisschen, kann man das begründen? Gibt es da irgendwie Gründe für, dass das so ist? Und die Antwort ist ja. Einmal ist es so, dass unsere Gehbewegung nicht vom Gehirn gesteuert wird, sondern eher aus dem Rückenmark kommt. Und da gibt es zwei Pattern, wie Neuronen angeregt werden und dann Muskeln angeregt werden, die fürs Laufen zuständig sind. Ja, das heißt, da haben wir auch nur zwei Pattern und nicht irgendwie drei oder vier oder mehr. Ja, das heißt, es wäre so ein Grund. Und der andere Grund ist, das macht das Gehen stabiler. Ja, wenn Gehen irgendwie einfach ist und wenn wir da nur zwei statt drei Freiheitsgrade haben, dann wird Gehen irgendwie stabiler. Und warum wäre das cool? Naja, wenn wir Gehen irgendwie auf Roboter übertragen wollen und Roboter beim Gehen quasi nur zwei Winkel berechnen müssen und der dritte dann rausfällt, weil man hat ja so eine Ebenengleichung, dann schmeißt man da zwei Winkel rein, kriegt den dritten raus, dann würde das Ganze einfacher machen. Und die Idee von Gehen übertragen auf Roboter ist das, was das Koroibot-Forschungsprojekt tut. Das ist ein von der EU finanziertes Forschungsprojekt, das sich eben genau damit beschäftigt, irgendwie Gang auf humanoide Roboter zu übertragen. Und im Rahmen dieses Forschungsprojekts gibt es eine riesige Motion Database, die ist Open Source. Wenn ihr da Lust habt, da dringend dran zu tun, dann könnt ihr das in der Theorie gerne tun. Genau. Und da gibt es eben ganz, 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 ganz viele Datensätze. Weil dieses Paper von 1996 hat diese Überlegung, dass da irgendwie Winkel so in einer Ebene liegen könnten, angestellt und mal überprüft auf so 10 Datensätzen von so zwei, drei Jungs, die mal ein bisschen gelaufen sind. Und dann haben irgendwie zwei oder drei weitere Autoren das nochmal überprüft und auch immer auf ungefähr der gleichen Datenlage. Ja, und das ist jetzt irgendwie statistisch nicht so wirklich aussagekräftig. Und diese Paper oder diese Richtung, aus der diese Paper kommen, die sind ganz gut drin. Wir haben so eine Punktwolke, dann legen wir da mal so eine Gerade durch und ja, passt. Ne? Weil, okay, wir haben da so eine Punktwolke und dann legen wir so eine Gerade durch und dann sind irgendwie die Summen unserer Residuen sind gerade klein, weil wir Glück haben und dann ist das schon so eine Gerade. Und stellt sich raus, wenn man irgendwo noch so einen Punkt dazu hinzufügt oder einen wegnimmt oder so, dann ist die Gerade kompletter Quark. Genau, deswegen ist die Überlegung quasi, das Ganze mal zu überprüfen auf eben dieser Datenbank, weil wir da ganz, 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 ganz viele Datensätze haben und zwar nicht nur von ganz normalem Gang, sondern eben von so ungefähr, das hat man hier, sieht man hier so ein bisschen, ne, da gibt es irgendwie sowas, wo der Roboter irgendwie durch Sand läuft und dann so balanciert und dann so Treppe rauf, Treppe runter und über so Stepstones und so und
Das heißt, mit diesem Forschungsprojekt haben wir eine relativ große Datenlage, um das irgendwie mal nachzuprüfen, was da so passiert. Genau, das ist so die Datenbank und zu jedem dieser Datenbank-Einträge gehören irgendwie so C3D-Files, das sind so Motion-Capture-Files. Motion Capturing ist dieses, man hat so weiße Punkte auf seinem Körper und ganz viele Kameras, die das irgendwie aufnehmen. Und was man mit diesen C3D-Files macht, ist, man macht da irgendwie eine XML-Datei draus. Ja, das machen die Leute vom Kit. Die nehmen diese C3D-File und fitten an diese Marker, die sie da haben, ein Modell eines Humanoiden quasi dran. Diese XML-Files sehen irgendwie ungefähr so aus. Und wir sehen, okay, wir haben da ganz, 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 ganz viele Gelenke und ganz viele Daten zu diesen Gelenken und dann hier eben zeitdiskretisiert die einzelnen Frames und da irgendwie Gelenkwinkel. Und was meine Aufgabe jetzt ist quasi, ist diese XML-Datei zu nehmen, nochmal irgendwie anders zu parsen, damit das Ganze mit Dingen, die Heidelberg macht, funktioniert. Und dann kriege ich da so Winkel draus und dann plotte ich die und das ist der Stand von vor einem Monat oder so. Damals kam da irgendwie Quark raus. Mittlerweile ist es irgendwie ein bisschen besser. Aber ich arbeite noch dran. Irgendwann, wenn ich da Ergebnisse habe, halte ich sicher auch einen Talk, der ein bisschen größer und ein bisschen länger wird. Aber für heute sollte das ungefähr das sein, was ich so hatte. Habt ihr Fragen? Oder habe ich viel zu schnell geredet und soll es nochmal erzählen? Ja. Wie interpoliert ihr zwischen den Frames? Also verwendet ihr, kubische Splines? Oder? Da musst du die Jungs vom Kit fragen, wie die das tun. Ich habe keine Ahnung. Also mein educated guess wäre, es ist so kleinschrittig, dass man nicht dazwischen interpolieren muss. Das ist eigentlich immer falsch. Also ich habe ein bisschen Hintergrund, Maschinenbau, Werkzeugmaschinen, wo man halt auch bis zu 5 Achsen ansteuern muss, die halt gleichzeitig miteinander koordinieren und da interpoliert man entweder also mindestens kubisch, um den Druck zu begrenzen. Okay. Es gibt auch Hersteller, die interpolieren nochmal einen Grad höher. Hm? Gibt es ein englisches Wort, aber ich kenne kein deutsches dafür, das nennt sich nämlich ein Nick. Okay, also ich kann dir sagen, dass ich für mein Projekt auf zeitdiskretisierten Daten arbeite und nicht dazwischen tabuliere. Ich glaube, das ist auch das, was die meisten Leute tun, wie man das dann auf Roboter überträgt, das ist nicht not my department. Aber für mein Projekt arbeite ich auf eben diesen zeitdiskretisierten Daten. Okay, weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann danke ich für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, ihr habt irgendwie was mitgenommen. Haben wir das Problem mit dem Laptop? Das weiß ich nicht. Ihr seid bereit? Wir versuchen das. Dann hören wir jetzt, sofern die Technik mitspielt. Ein Vortrag zu C-Mail. C-Mail, das ist so ein Mail-Server. So ein Mail-Server. Genau. Also ein Vortrag zu so einem Mail-Server von und mit CBDEV. Genau. Probieren wir mal, ob das direkt mit. Was haben wir denn? Sind wir gespannt. Aber wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir wahrscheinlich den. Wir haben ein Bild. Kompass. Ja, dann. Voll gut. Aber es fehlt noch ein bisschen was. Ich habe nur den Fall, warte. 3 ist das dann noch. 3 sieht gut aus. Das ist die Webseite, das ist die. Ja, da fehlt das ist wahrscheinlich zu. Die sind kaputt, ne? Ja, da müsste die Font-Size noch kleiner stellen. Size 28. Oder sowas. Ist das besser? Nee. Er ist noch kaputter. 25. Sieht aber auch nicht. Sehr kaputt aus. 20. Oh ja, wow. Kann man arbeiten. Geht, oder? Ja, okay. Dann. Gut, dann nach einigen technischen Schwierigkeiten fangen wir dann doch mal an. Genau, wir sind CBDEV und MPs. Wir haben uns mal den Spaß gemacht und wollten einen Mail-Server aufsetzen, haben rausgefunden, dass das alles doof ist und haben das selber eingeschrieben.
Okay, wenn wir normalerweise überlegen, wir haben Mail-Server, haben richtig viele Use-Cases, wir haben die großen Enterprise-Mail-Server, wir haben irgendwie unsere kleinen Sachen, aber in 99% der Fälle wollen wir im dezentralen Web eigentlich nur für unsere kleine dämliche Domain einen Mail-Server haben und wollen darauf Mails empfangen und vielleicht sogar welche schreiben. Genau, das ist halt ein Use-Case, den haben wir normalerweise relativ underserved, denn ich meine, normalerweise jeder, der Mail-Server betreibt, kennt irgendwie das hier. Das ist halt eine Xtim-Config, mit der ich normalerweise meine Wand tapezieren kann, was halt vielleicht nicht so geil ist. Man muss Xtim zugute halten. Sie haben auch ein Tool, mit dem man eine Config ein bisschen kleiner schreiben kann und sie dann eben auto-generieren kann. Aber ja, kann man mögen, kann man auch nicht. Genau, was wir halt so haben bei den normalen MTAs sind halt, wir haben riesige Konfigurationsfiles, wir haben 3000 Tutorials, die wir irgendwie angucken können, die alle was anderes empfehlen, die alle was anderes sagen. Wir haben naja, die Config ist halt wirklich schwierig, richtig hinzubekommen und dann zu wissen, ob es auch richtig ist, ist die andere Frage. Wir haben sämtliche Sachen, wie zum Beispiel IMAP, POP in anderen Modulen und anderen Projekten teilweise sogar. Wir haben lustige Interface-Spezifikationen, die kein Schwein hat. Also Xtim kann irgendwie System-User benutzen, aber auch DovCode-User, aber das weiß auch keiner genau, wie das funktioniert. Und die Dinger sind einfach massiv riesig. Das heißt, wartungsmäßig, ich meine, es gibt Leute, die sich damit auskennen, aber muss man vielleicht selber nicht machen. Genau, was wir uns dann gesagt haben, ist, wir wollen die Konfiguration aufsplitten. Wir haben quasi die Modul-Config, die eigentlich nur sagt, okay, nimm dir diesen Port, nimm dieses Zertifikat, mach damit Sachen. Und die Runtime-Config, wo wir sagen, diese Adressen, diese User, diese Aufdaten mit Passwort-Hash und Krempel. Wir wollen das möglichst einfach zum Aufsetzen haben. Also innerhalb von ungefähr, was weiß ich, eine Stunde, ohne vorher groß Doku gelesen zu haben, sollte man eigentlich seinen Mail-Server grundlegend am Laufen haben. Wir wollen das relativ einfach zu administrieren halten, wir wollen es lightweight auf Systemressourcen haben und wir wollen klare Interface-Spezifikationen haben, wo wir sagen können, okay, ich möchte eine Erweiterung dafür bauen, wo muss ich ansetzen? Genau, das Standard CMail-Config-File für den MSA, der Mails annimmt, also den normalen SMTP-Server, den man so kennt, was so normalerweise der Mail-Server standardmäßig per Definition macht, sieht ungefähr so aus. Man sieht hier, das ist im Prinzip erstmal kurz eine Prelude, die halt irgendwie sagt, naja, sei mal ein bisschen lauter als sonst, mach einen Log-File dahin. Drop deine Privilegien, nimm diese Datenbank und dann nimm die Ports. Genau, wir haben unsere Runtime-Konfiguration in der SQLite-Datenbank, einfach weil ich SQLite verdammt gerne hab. Und wir haben SQLite tatsächlich eine richtig coole C-API, was es ziemlich einfach macht anzusteuern. Es ist richtig easy dann auch reinzuschreiben und es gibt einen riesen Haufen an Tools für SQLite, einfach Datenbank-Administrationstools, alles mögliche, was man so rumliegen hat. Es ist dateibasiert, das heißt, im Backup taucht es einfach als File auf, was wunderbar ist. Man braucht keine größeren Exporter oder sonstige Späße. Und man kann es einfach zusammenzippen. Genau, und man kann lustige Sachen, die man mit SQLite toll machen kann, ist, man kann dem kompletten Ding zur Laufzeit die Datenbank unterm Arsch weg klauen und ersetzen durch was anderes. Genau, unsere, so weil ich vorhin so ein bisschen gemeint habe, dass die anderen Dinge alle so riesig sind. Wir sind relativ kompakt. Das komplette Projekt mit irgendwie 8 Modulen hat momentan so circa 11.000 Zeilen Code in hauptsächlich C, PHP und HTML. Also die ganze Backend-Daemon-Code ist in C, dann gibt's die API, die ist in PHP und das Frontend ist eben HTML und JavaScript zum Angucken. Man kann die Administration eben dann auch über, Man kann die Administration dann über Web machen oder eben über Tools oder über die Datenbank-Admin. 3. Ja, glaube ich zumindest. Ja, ja. Oh, das ist jetzt ein bisschen schief gegangen. Rausscrollen. Genau, das ist die Modulstruktur, die wir uns so überlegt haben. Das in dem blauen Kasten haben wir implementiert, beziehungsweise teilweise vorzuimplementieren. Das IMAP-Ding fehlt noch so ein bisschen. Man sieht hier, die Mails kommen eben vom Client rein über den MSA, laufen durch die Datenbank, gehen in den MTA, der den SMT-Client macht und laufen wieder raus an die Remotes. Abrufen kann man das Ganze ein bisschen über POP und Webzeug. Genau. Kann man sich alles auch auf der Homepage angucken, wenn man das gerne möchte. Gut, das war kurz dazu. Runtime Administration darfst du machen. Genau, ja. Wir haben uns natürlich gefragt, wie kann man das dann administrieren? Wie machen? Da haben wir einmal ein ganz normales C-Tool geschrieben, was prinzipiell ähnlich wie Git für jedes Modul sein eigenes kleines Programmchen hat und dann so ein kleines Wrapper-Skript, was das zusammenfasst. Da, genau, damit kann man halt alles eigentlich administrieren, was man da so machen kann. In dem Ding, was jetzt dann noch dazu kommt, sind Routing-Tests, damit man eben auch, damit man keine Mail schicken muss und gucken muss, hey, wie kommt die Mail eigentlich da an? Sondern, dass man einfach sagen kann, okay, hier ist die Mailadresse, an die ich senden will. Wo kommt denn das dann hin? Wo landet das? Genau. Man kann natürlich auch einfach einen SQLite-Editor nehmen, so wie, da hat sicher jeder irgendwie sein Lieblingstool oder irgendwas Grafisches oder auf der Command-Line geht alles. Oder was wir uns eben noch geschrieben haben, ist das ganze
per Web-API, also prinzipiell PHP-Tools, genau, und eben ein Browser-Frontend, damit man das dann delegieren kann. Da kann man dann auch so Sachen machen wie, also wir haben uns gedacht, dass man vielleicht Zonen hat. Das heißt, wenn man jetzt einen Mail-Server für mehrere Domains hat, dass man dann halt sagen kann, okay, der Nutzer X soll eben nur seine Zone verwalten können. Das heißt, der kriegt dann kitinfo.de oder test.de und dann kann er auch nur Adressen hinzufügen, die er da kann. Das geht im Webpanel, wie gesagt, per Command-Line-Tool gibt's eigentlich keine Zugriffsbeschränkungen, weil wenn man auf die Datenbank schreiben kann, also wenn man auf der Maschine User, also Schreibrechte auf der Datenbank hat, dann kann man es wieso nicht verhindern. Da, wie gesagt, durch SQLite-Tools und deswegen gibt's da keine Dinger drin. Genau, also im Webpanel kann man eben, man kann eigentlich jedes Modul konfigurieren und man kann Routing-Tests machen, damit man eben sagen kann, okay, ich habe die E-Mail-Adresse X und will wissen, wo landet die bei mir? Kommt die überhaupt an oder reject ich die oder ähnliches? Genau. Da. Genau, was wir coole Features haben, sind zum Beispiel Address Regexes, wo wir sagen können, okay, ich möchte einfach ein Catch-All von der kompletten Domain oder einen Catch-All mit einem bestimmten Pattern, wo ich sagen könnte, alles, was mit T anfängt und mit XYZ aufhört, hätte ich gerne auf diese Mailbox gemappt und dann per Pop rausgeholt. Kann man sich alles basteln. Unsere User sind nicht systembasiert, daher muss man nicht für jeden Menschen, der halt irgendwie einen Mail-Account hat, muss man nicht unbedingt einen System-Account anlegen, was man bei anderen auch nicht muss, aber bei uns ist es einfacher. Genau, wir haben ein relativ flexibles Routing-System, wo wir sagen können, okay, wir können, wenn eine Mail reinkommt, schmeißen wir die gleich wieder raus und forwarden sie an einen anderen Mail-Server, an einen anderen Mail-Path, was auch immer, was man da gerne hat. Wir haben eine bisher noch nicht existente, aber stark geplante Plugin-API, wo wir dann auch sagen können, okay, wenn die Mail reinkommt, dann mache ich meinen Spam-Filter drüber, dann male ich noch Kätzchen rein und gut ist. Genau, wir haben das Webpanel und wir haben als lustiges Feature noch User-Datenbanken, wo man für einen bestimmten User sagen kann, okay, deine Mails landen in deinem Home in der SQLite-Datenbank statt in der Master-Datenbank, was dann eben, wenn man dann doch System-User ist, auch ganz cool ist, weil man seine eigenen Mails zum Beispiel per SQL filtern kann oder mit R angucken kann und irgendwelche lustigen Analysen drauf machen kann, was man gerne hat. Gut, genau, wir haben momentan so kurze Statistik-Sache, 10 aktive Instanzen, die relativ gut laufen. Wir haben, also ich habe Maildrops von bis zu 4000 Mails pro, die ich halt immer wieder lösche, weil mich das dann irgendwann doch nervt. Wir haben ein paar Mal die LKML abonniert für Testing, weil da einfach richtig viel Traffic drüber kommt. Und es ist eigentlich ziemlich stabil soweit. Also ich mache damit schon meine produktiven Mails für die meisten Sachen. Kann man benutzen. Genau, wie ihr gerne helfen könnt und was wir super toll fänden, wäre unsere Website. Ist bisher rohes HTML, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, aber prinzipiell, es fehlt noch ein bisschen Doku. Das heißt, falls sich wer inkliniert fühlt, kann er gerne ein bisschen Doku schreiben. Fänden wir super. Ich bin nicht so der Test-Driven-Development-Mensch, weil ich meine Zeit lieber auf Features verschwende. Aber ich bin eigentlich auch, ich fänd's ganz geil, wenn ich Tests hätte. Ich habe mal ein paar geschrieben, aber wir brauchen auch noch ein gescheites Harness. Ja, kann man sich Gedanken machen, wäre ganz geil. Packaging für euer Lieblingssystem, was auch immer. Ich benutze Debian. Und Feedback, falls jemand irgendwie coole Ideen hat oder lustige Projekte, die in die gleiche Richtung laufen. Fänden wir es super, wenn ihr uns einfach eine Mail vorbeischmeißt. Genau, damit wären wir auch schon am Ende von der Präsentation. Also jetzt können wir ganz kurz mal die Web-Oberfläche noch präsentieren. Genau, also prinzipiell gibt's da verschiedene Reiter oben. Einmal eben die User. Delegates sind prinzipiell Leute, eben denen ich Rechte abgegeben habe. Dann gibt's den MSA, wo ich eben schauen kann, was passiert mit den Mails, die für den User ankommen. Dann gibt's Addresses. Das ist genau, da kann man eben die Adress-Config machen und dann Pop ist, will man Pop aktivieren oder nicht. IMAP gibt's zurzeit noch nicht, aber das kommt dann auch. Dann wird es eben noch einen neuen Reiter geben. Und dann eben die Tests, wo ich eben sagen kann, okay, kommt die Mail auch da an, wo ich will. Genau, prinzipiell hat man auf der Übersichtsseite alle Adressen, also alle Module, also pro User. Und man sieht eben sofort, welches Modul ist aktiv. Das heißt, wenn es einen Eintrag in der Tabelle gibt, dann ist das Modul aktiv. Wenn nicht, dann kann der Nutzer das eben auch nicht nutzen. Also zum Beispiel, ich selber kann keinen Pop nutzen auf dem Server, der da gerade ist, weil ich eben keinen Eintrag habe. Genau. Genau, hier ist das Adress, also die Adressverwaltung sozusagen.
Das funktioniert prinzipiell ein bisschen wie SQLite Regex-Kram. Das heißt, hier hat man die Prozent. Genau, hier gibt es eben diese Prozent-Dinger. Das ist halt ein Platzhalter, so wie das bei SQLite halt ist. Oder SQL allgemein, genau. Und dann kann man eben sagen, okay, hier ganz unten gibt es halt die Postmaster-Add-Sachen, die man ja annehmen sollte, laut Standard. Genau, die gehen eben auf Postmaster. Hier gibt es eine Order-Reihenfolge. Da fängt er eben an, alles, was eine hohe Order hat, versucht er zuerst. Wenn das passt, dann nimmt er das. Alles, was drunter ist, nimmt er dann der Folge mäßig. Und wenn gar nichts passt, dann sagt er, kenne ich nicht. Genau. Aber man kann natürlich dann auch hier so Sachen machen, wie man nimmt alles an, was T, Wildcard T und dann at kitinfo.de ist das jetzt, genau. Das dann eben auf den Nutzer gemappt ist. Genau, dann kann man hier unter MSA, kann man eben sagen, okay, ich habe verschiedene In-Router, die ich wählen kann. Also Store ist einfach Speichers in der Datenbank. Wenn ich hier im Beschreibungsfeld einen Pfad angebe, dann speichert er es eben in die User-Datenbank, wie vorhin schon erwähnt. Genau, aber man kann eben auch gleich Drop sagen, keine Ahnung, wenn man das braucht, oder man forwardet es halt an eine andere Adresse. Die haben auch noch gehört. Genau, was es als großes Feature noch gibt, ist Alias. Das ist jetzt hier aus den Routern rausgefallen. Das kam jetzt, weil das eher eine User-Sache ist, weil man kann verschiedene, also man kann Nutzer anlegen und sagen, das ist eigentlich nur ein Alias für einen anderen Nutzer, damit man, falls man irgendwie Leute hat, die die gleichen Mails lesen sollen, aber natürlich unterschiedliche Benutzernamen und unterschiedliche Personen sind, dass die eben zwei verschiedene Passwörter haben, aber die gleichen Mails lesen. Da gab es irgendwie bestimmte Fälle, weshalb wir gesagt haben, ja, warum nicht, kann man ja einbauen. Genau, das sind die grundlegenden Dinger. Hier kann man auch die Outrouter machen, also wenn die Person eine Mail schickt, was soll damit passieren? Da, genau, also zum Beispiel Spam darf hier keine Mail schicken, das wird einfach gedroppt. Genau, es gibt einen Unterschied. Reject heißt, man kriegt noch eine Meldung, dass es nicht verschickt wurde. Drop heißt, man kriegt keine Meldung mehr, dass es verschickt wurde. Also Drop ist 550 und Drop ist einfach nur, ja, nehme ich an, aber ist mir egal, mache ich nichts mit, und Reject ist 550. Genau. Man kann natürlich, man kann dann auch Nutzern sagen, wie zum Beispiel ich jetzt, ich darf auch unter jeder Domain schicken, oder ich wähle im Defined, dann darf ich nur von Mails schicken, von denen ich auch, die bei mir auch eingetragen sind unter Addresses. Genau, also man kann auch sagen, okay, hier, wenn du aber unter allen Mails schicken willst, dann könntest du es theoretisch auch einstellen, was oftmals nicht sinnvoll ist, aber man kann es halt tun. Genau. Genau, dann, wie gesagt, gibt es eben Pop, ist einfach nur, okay, wir fügen hier den hinzu. Ja, das war es eigentlich so grundlegend. Man kann dann halt hier unter Test, kann man dann halt angeben, okay, ich will jetzt gucken, was mit meinen Mails passiert, die an @kitinfo.de gehen. Da, wenn ich dann drücke, dann sagt er mir halt, okay, er kennt die Adresse, hat sie hat sozusagen meinen Nutzer dabei gefunden und hat es dann in die Master-Datenbank gespeichert, weil bei meinem Nutzer und der Store nichts angegeben ist. Da. Wenn da eben eine Datenbank angegeben wäre, dann stände da halt User Database und den Pfad. Genau. Das war's, glaube ich, soweit. Jo, habt ihr Fragen, Kommentare, Feedback? Nichts. Das ist die Adresse. Danke für eure Aufmerksamkeit. So, genau, und wir danken für den Lightning Talk. Ich würde sagen, wir hüpfen einfach weiter munter durchs Programm hin und her. Wir haben uns ja auch bis jetzt nicht dran gehalten. Und dann würde ich doch mal jetzt vorschlagen, dass wir den Lightning Talk von Caro hören. Einen Talk über Art on Your Screen, ein neues Projekt des ZKM, und wenn ich richtig informiert bin, dann wird auch um Beteiligung geworben werden. Richtig geraten? Mm-hmm.
Wir bemühen uns noch, hier vorne eine Soundverbindung zu finden. Haben wir? Ah, da hängt eine Klinke. Nehmen wir die doch. Hallo, ich bin die Caroline von Art on Your Screen. Art on Your Screen ist die neue partizipative Online-Ausstellungsplattform des ZKM. Und damit dehnt das ZKM seinen Ausstellungsspace, der mit den zwei Museen je 7000 Quadratmeter groß ist, auch ins Internet aus. Und wir stellen dort keine digitalisierte analoge Kunst aus, sondern Kunst, die im Browser lebt und die zum Teil auch on- und offline verbindet, die das Museum wieder mit einbezieht. Genau, und ich habe euch einen schönen kurzen Trailer mitgebracht zur Art on Your Screen. Hello, I am your new museum. Art is ever expanding, so are we. I am your window to art existing through code, the web, the binary. It is not passive. It exists through interaction. I am online, therefore I am everywhere. So, wherever you are, I can show you my art, and you can be part of it, too. I am Art on Your Screen. I feature established but also unknown artists and their exclusive works. For these artists, the internet is the medium. Come closer, have a look. Each artist is presented on a digital surface. Here you can see the artist's work, but also gain insights into the thematic context. Follow the lines, drag me, click me, zoom me. While exploring each of the works, discover the world of the artist and interact with it. Let us be friends. Art on Your Screen. Be part of it. aoys.zkim.de. Genau, und das, was wir gerade machen, ist, wir produzieren gerade Arbeiten mit den Künstlern zusammen für Art on Your Screen und bringen diese gemeinsam online. Und Ende Juni werden wir, wenn die Globale beginnt hier, die große 300-tägige Ausstellung, auch zu Arbeiten, Einreichungen aufrufen. Und ihr seid jetzt quasi die Ersten, die das mitbekommen. Und genau, wenn ihr Arbeiten habt, die im Browser leben, oder die online und offline verbinden können, dann schickt uns eine Mail. Weiteres ist dann eben auch auf unserer Webseite zu lesen. Und eine weitere coole Geschichte ist, sind unsere Projektionsevents. Davon haben wir den ersten im Januar gemacht, zum Tag der offenen Tür. Und der zweite Streich folgt zugleich bei der Karlsruher Museumsnacht im August. Und ja, das war ursprünglich eine Aktion von Raphael Rosendahl. Das ist ein Künstler, der bei uns ausgestellt hat. Und der hat gesagt, bring your own Beamer. Und wir haben dazu aufgerufen und einfach mal geschaut, wie viele da ins HFG-Studio, das war unsere Location, kommen. Und es war super. Also es war total voll mit Projektionen und genau, also echt eine tolle Sache. Und am 1. August werden wir auf eine Indoor-Wolke beamen im Medienmuseum. Genau, also ihr seid auf jeden Fall herzlich dazu eingeladen und schickt uns eine Mail, um euren Platz zu sichern. Jetzt wäre ich eigentlich schon fertig, außer ihr hättet Lust, mit mir nochmal auf die Webseite zu gehen, dann würde ich da euch noch ein paar Sachen zeigen. Yes? So, I'll do. Das ist die Webseite, Art on Your Screen, die man sich natürlich entsprechend ausrichten kann. Das ist unser aktueller Künstler Mark America.
Man kann seine Arbeit anwählen, immer hier oben in der Wissenscollage. Der Mark America hat eben ein Gedicht aus früheren Zeiten eben als Web-App flott gemacht. Und genau, man bekommt hier eben so Wörter zugeworfen. Das kann man natürlich auch auf dem Smartphone machen. Da kann man gleich mal sagen, dass eben Art on Your Screen auf dem ist responsive und man kann es von überall aus auf seinen Devices erreichen. Genau, und die Sache bei seinem Crapshoot, seiner Arbeit ist, dass man eben durch das Wischen vor allen Dingen auf dem Tablet, da funktioniert es eigentlich am besten, so in diesen performativen Leserhythmus reinkommt und man bekommt dann eben so Sachen zugeworfen. Und wenn man genügend oft klickt, das habe ich schon ausprobiert, dann ist hier ein kleiner Bug eingebaut und genau, dann wird es plötzlich ganz wild und fliegen so Dinge über den Bildschirm. Auf jeden Fall, das weiß man natürlich vorher nicht, wenn man nicht in den Code geguckt hat und ist dann vielleicht einigermaßen überrascht. Ja, Mark America, nicht schlecht, seine Arbeit, wir betten die Arbeit immer ein in so eine Art Collage, dass man sich eben auch informieren kann und nicht nur die Arbeit sieht, sondern auch, was hat er sonst noch so gemacht, auch manchmal echt persönliche Dinge. Hier haben wir noch so ein, die Vermittlung ist super wichtig neben dem Kunstwerk, das ist unsere zweite Säule, wir arbeiten dazu eng mit dem Künstler zusammen. Wenn er natürlich sagt, meine Arbeit soll für sich stehen, dann passen wir uns auch ein bisschen an, aber das ist auch so ein bisschen unser Bildungsauftrag natürlich. Haben wir eben dieses Kühlschrankpuzzle gemacht und nicht schlecht, wir rufen immer dazu auf, schick uns was, damit wir dich einfach besser kennenlernen können. Und er hat uns eben Bilder von seinem Outdoor-Studio geschickt von Hawaii. Nicht schlecht. Genau, und Raphael haben wir gerade schon mal gesehen. Der hat uns auch ein paar Bilder geschickt. Der ist natürlich echt sehr speziell, aber cool, super cool. Genau, lebt in New York. Seine Arbeit, die er für uns gemacht hat, ist auch eben von der Stadt inspiriert. Und wie man hier schon sehen kann, der ist einfach echt, also überall. Hat sogar einen Food-Twitter, wo er also ungefähr alles, was er isst, twittert. Also wirklich alles, seit Jahren, unglaublich. Ja. Und ansonsten auch, hat auch eine Band, wo er Visuals für macht. Genau, und isst gern Sushi. Und seine Arbeit, Neo Geo City, da kann man sich eben durch so eine Stadt wischen, noch in den anderen Mode springen. Aber das ist eben so ziemlich das, was man interaktiv da machen kann. Ist eigentlich immer so bei seinen Webseiten. Ihr könnt ja da mal reinschauen. Auf seiner Homepage. Das sind alles Webseiten, die er gemacht hat. Die haben alle eine extra Adresse und ja, man kann immer irgendwas Lustiges da machen. Also ist mal ein ganz guter Zeitvertreib auf jeden Fall. Und diese Webseiten werden sogar schon bei Auktionshäusern gehandelt, ne? Und das ist schon ja so ein Statussymbol, sich eben so eine Website zu kaufen. Und ja, dem geht's auf jeden Fall recht gut, muss man sagen, wenn man mal so seine Kanäle auscheckt. Brustet immer Bilder aus dem Urlaub. Und genau, das war Bring Your Own Beamer. Das war echt cool, was ich eben schon erzählt habe. Yes. Und ja, dann haben wir uns gedacht, bei der Vermittlung, die, wie schon erwähnt, super wichtig ist, normal kann man eben bei uns am ZKM Workshops besuchen und das kann man hier im Internet quasi auch, mit dem Unterschied, dass es hier halt so eine richtige Community gibt, die entsteht, weil man eben zum Beispiel zusammen an einer Sache arbeitet und das dann eben auch für die anderen User sichtbar ist und genau, und wir haben halt natürlich vorher Raphael Rosen da gefragt, wir haben gesagt, wir würden gern selber so eine kleine Stadt im Browser entstehen lassen, hast du was dagegen? Weil eigentlich kann man da ein bisschen mehr machen als bei seiner Arbeit. Und er meinte halt, oh no, just do it, education is always a good idea. Und wir dachten so, oh, echt cool, hätten wir jetzt nicht gedacht, aber fetzt. Genau, und hier kann man selber Bilder hochladen.
Genau, und Modelle und Gebäude. Ja, also das ist so der Anfang von unserem, wir können auch alles im Browser machen. Genau, und ja, es bietet auf jeden Fall noch super viel Entwicklungsmöglichkeiten, das Projekt, und wir freuen uns schon total. Wir werden die Open-Call-Künstler, also vielleicht auch euch, dann ab Oktober launchen und dazu natürlich auch jedes Mal wieder eine ganz coole Entwicklung, Vermittlungsstrategie entwickeln. Vielen Dank. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, natürlich gern. Ja, der Vortrag scheint alle Fragen beantwortet zu haben. Ich sage auch nochmal vielen Dank. Es meldet sich immer noch niemand, dann muss das wohl wirklich so sein. Und bevor wir dann jetzt zu unserer erfreulich kurzen Zwangspause kommen, bis drüben der andere Vortrag vorbei ist, ich danke euch, dass ihr dann ganz spontan dann doch eure Vorträge noch ein wenig verlängern konntet, hören wir noch einen Vortrag von VRLD. Mit dem simplen Titel Brauen. Was gebraut wird, werden wir hoffentlich jetzt erfahren. Was darf es denn sein? Moment, da müssen wir den erstmal. Geht der, oder? Ja, doch, doch. Genau, HDMI. Okay. Das ist besser, dann ist eine Box weniger dazwischen. Läuft das? Nicht. Dann halt so. Ja, wir brauen Bier. Ist ein schönes Hobby, das ich letztes Jahr angefangen habe, kurz vor der GPN. Mittlerweile, wie gesagt, ein bisschen länger als ein Jahr dabei. Wollte jetzt einfach mal erzählen, wie man das so machen kann. Was man dafür braucht, ist ein bisschen Hardware. Man sieht rechts den Topf. Den habe ich mir auf eBay ersteigert. Kann man im Grunde alles nehmen, zum Beispiel aus einer Gulaschkanone. Wichtig ist nur, dass man damit auch kochen kann. Dann braucht man diverse Eimer. Das im Vordergrund ist ein Braueimer, ein Gäreimer. Da wird dann aus Zuckerwasser Bier. Und im Hintergrund ist noch ein Eimer. Den braucht man nicht unbedingt. Den benutze ich zum Läutern. Was genau das ist, kommt später auch noch. Und dann ist da noch so ein Das weiße Ding ist so ein Filtersieb, das braucht man später auch noch. Mittlerweile ist noch ein bisschen mehr dazugekommen, unter anderem Isomatten, ganz, ganz wichtig, ein paar Schläuche und so Geschichten. Es gibt ein bisschen kleinere Hardware, die man noch braucht. Ganz wichtig ist Putzmaterial. Dieses Zeug, das Zuckerwasser, ist sehr anfällig gegenüber Bakterien. Und wenn man nicht unbedingt ein Sauerbier machen möchte, sollte man gucken, dass seine Gerätschaften sauber sind. Das Ding, was da auf dem Tisch liegt, ist ein Panzerschlauch, wo ich das Gummiteil rausgenommen habe, ein T-Stück dran und einen kleinen Hahn vorne dran. Das dient auch zum Läutern, kommt in diese blaue Tonne rein. Dann braucht man eine Waage, um Hopfen abzumessen und diverse andere Sachen, wenn man eben Geschmack ins Bier bringen möchte. Braucht man eine relativ genaue Waage. Wenn man sich sowas kauft, sollte man gucken, dass man das nicht unbedingt auf Amazon macht, sonst kriegt man die ganze Zeit so Produktempfehlungen für kleine Tütchen mit lustigen Logos drauf. Was man außerdem noch braucht, ist unbedingt ein Thermometer. Das ist somit das wichtigste Werkzeug, was man hat. Und was auch nicht schadet, ist eine Bierspindel, womit man im Wesentlichen die Dichte von einer Flüssigkeit messen kann. Das dient dazu, dass man Zuckergehalt in dem Wasser misst. Auch ganz wichtig sind irgendwelche Gefäße und irgendwelche Dinge, um diese Gefäße zu verschließen. Das ist da diese, sieht man schlecht, dieses schwarze Ding hier. Damit kann man Kronkorken auf die Flaschen drauf machen. Flaschen kann man, alles, was ich gezeigt habe, kann man im Internet kaufen. Flaschen kann man auch im Internet kaufen. Es ist aber günstiger, die mit Inhalt zu kaufen und den Inhalt zu lernen. Ja. Ja, oder anders. Finden sich bestimmt Hilfe für. Was man auch braucht, sind so diverse Rohstoffe. Die sind die drei wichtigsten. Ist Malz. Ich habe hier drei verschiedene Sorten. Da gibt es tausende verschiedene Arten von Malz, die den Geschmack, die Farbe, Schaum und so weiter
beeinflussen. In den silbernen Päckchen hier ist Hopfen drin, gepresst in Pelletform. Da gibt es die Form als Öl noch. Man kann es auch als ganze Dolde kaufen. Die häufigste Form oder die am besten handhabbare Form ist aber dieses Pellets-Kram. Da gibt es auch tausende verschiedene Arten von Hopfen. Und was man auch unbedingt braucht, ist Hefe. Das ist dieses Päckchen da im Vordergrund. Das ist spezielle Brauhefe. Da gibt es auch viele verschiedene Sorten. Die sind sehr, sehr wichtig für den Geschmack des Biers. Also mit diesen drei Sachen kann man schon sehr, sehr viel machen, geschmacklich. Ja, und dann hätten wir eigentlich alles, was wir brauchen. Allerdings leben wir in Deutschland und deswegen gibt es Bürokratie. Im Biersteuergesetz, § 29, steht, dass Hobbybrauer eine Menge von 200 Litern pro Jahr nicht überschreiten dürfen am Bier, was sie brauen. Das heißt, man muss beim zuständigen Hauptzollamt sich anmelden, dass man Bier brauen möchte dieses Jahr und dass man diese Menge von 200 Litern nicht überschreibt. Dann sagen die, okay, hier ist deine Hobbybrauernummer, man kriegt eine Hobbybrauernummer und sagt im Wesentlichen, ja, melde dich nächstes Jahr wieder, wenn du wieder brauen willst. Dann hat das alles seine Ordnung und dann können wir anfangen. Das Erste, was wir machen, ist Wasser warm auf eine gewisse Temperatur und dann rühren wir das Malz ein. Das Malz ist geschrotet, das kann man so kaufen, das heißt, da sind die Körner so ein bisschen aufgebrochen, dass der Inhalt raus kann und sich eben in dem Wasser lösen kann. Das dauert eine Weile, man fährt verschiedene Temperaturen an, ja, ist im Wesentlichen warten. Irgendwann ist es fertig, dann kommt es in die blaue Tonne, da ist inzwischen dieses meine Läuterlösung drin, also dieser Panzerschlauch. Das dient dazu, dass man diese festen Bestandteile vom Korn von dem Wasser, von dem Zuckerwasser, mittlerweile ist das Zuckerwasser trennt. Das dauert auch ziemlich lange. Man schüttet auch immer wieder oben Wasser drauf. Sieht dann irgendwann so aus. Das sieht man hier, die festen Bestandteile, die sich da absetzen. Ja, daraus kann man später noch Brot backen, wenn man möchte. Wir sind aber vor allem im Zuckerwasser interessiert. Das nennt sich jetzt Vorderwürze. Also wenn es irgendwann fertig ist, dann fängt man an, das zu kochen. Das nennt sich dann Würze kochen. Dann tut man den Hopfen dazu. Diverse andere Sachen kann man auch dazu machen. Hier haben wir auch ein Honigbier gebraut. Genau. Und das dauert dann ungefähr 90 Minuten. Und irgendwann ist es fertig und dann seihen wir das Ganze wieder ab. Da kommt dieser Filter ins Spiel, das nennt sich Hopfenseihen, was man dann macht. Da filtert man den Hopfen und Eiweißbestandteile, die sich so ausgefällt haben, raus aus dem aus der jetzt fertigen Würze. Das dauert auch eine gewisse Weile. Da muss man das Ganze abkühlen lassen, am besten über Nacht. Und dann kann die Hefe oben drauf kommen. Die kann man so reinstreuen. Es gibt noch andere Hefe, die muss man vorher mit Wasser auflösen. Es gibt dann auch Flüssighefe. Bei der Hefe war es okay, dass ich einfach oben drauf gestreut habe. Ja, und dann muss man wieder warten. Die Hefe macht irgendwie ihr Ding. Und den Zucker wandelt den in Alkohol und Kohlendioxid um. Dauert ungefähr eine Woche das Ganze. Zwischendrin sieht es immer so aus. Danach sieht es irgendwann so aus. Hier kommt diese Spindel ins Spiel. Wir können feststellen, wann die Hefe fertig ist, indem wir immer mal wieder messen, wie dicht das ist. Und wenn sich das nicht mehr ändert, dann wissen wir, die Hefe ist fertig. Und dann können wir abfüllen. Was wir da machen, ist das jetzt Jungbier in Flaschen abfüllen. Im Jungbier ist noch nicht so viel Kohlensäure drin. Das heißt, wir tun da wieder Zucker rein in die Flaschen, damit die Hefe wieder was hat, um Kohlensäure zu generieren, weil wir die Flaschen gedeckelt haben, löst sich dann die Kohlensäure im Bier drin und es wird dann schön ja, kohlensäurehaltig. So wie ich es hier gemacht habe, würde ich es euch nicht empfehlen. Hier habe ich für jede Flasche die Zuckermenge abgewogen, die da reingehört und dann reingemacht. Einfacher ist es, sich einen Eimer zu nehmen, die Zuckermenge für alle Flaschen reinzutun, zu vermischen mit dem jungen Bier und dann wieder in den Eimer reinzutun und das dann in Flaschen abzufüllen. Es vermischt sich besser und es ist viel weniger Arbeit. Ja, abfüllen sieht dann so aus. Zumachen sieht so aus, kommt ein Kronkorken oben drauf, das Gerät oben drauf, einmal Hebel runter, Hebel wieder hoch, dann ist die Flasche zu. Das macht man dann eine Weile und irgendwann ist man fertig. Und dann muss das Ganze wieder eine Woche lang stehen, bis die Kohlensäure drin ist. Und wenn es dann die Woche gestanden hat, muss es wieder stehen, diesmal kühlen, damit sich der Geschmack entwickelt. Mindestens 2 Wochen, besser 4.
Aber wenn das dann vorbei ist, dann kann man es trinken. Und es schmeckt sehr gut. Das war's. Habt ihr Fragen? Also Bier wird es immer. Das erste Bier hat mir auch tatsächlich am besten geschmeckt bisher. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen Verklärung ist, weil man hat irgendwie was Eigenes gemacht und dann steckt auch so ein Stück Herz mit drin. Aber also mir schmeckt es in der Regel besser als das Bier, was ich kaufe. Einfach weil man auch, man kann schon ein bisschen beeinflussen, wie das wird. Wenn man mehr Hopfen reinmacht, wird es halt hopfiger, wird bitterer. Man kann zum Beispiel Ingwer reintun, das gibt einen tollen Geschmack. Oder man kann den Alkoholgehalt steuern mit der Menge an Malz, die man reintut. Und das kriegt man schon ein bisschen raus. Und in der Regel, wie gesagt, schmeckt es halt besser als das 80-Cent-Bier aus dem Supermarkt. Braucht man die Nummer, die man da kriegt, irgendwann nochmal? Oder ist es eine Karteileitung? Die Nummer braucht man jedes Jahr wieder. Also hier beim Hauptzollamt Karlsruhe auf jeden Fall, weil man da jedes Jahr sagen muss, wie viel man denn vorhat zu brauen. Da reicht aber eine einfache E-Mail zu sagen, hier ist meine Hobbybrauernummer, ich habe vor, 200 Liter zu brauen, und dann ist es okay, auch wenn man die 200 Liter eben nicht braucht. Man kann auch mehr als 200 Liter brauen, dann muss man es aber versteuern. Die kostet gar nichts, die kostet eine E-Mail. Also das ganze Equipment und so weiter, da ist man bei unter 100 Euro dabei. Man kann natürlich auch beliebig hochgehen, man kann sich einen Edelstahltopf und einen Gasbrenner kaufen, dann ist man bei, weiß nicht, 600, 700 Euro. Man kann sich ein Rührwerk bauen, was eben umrührt, während man da einmeischt und verschiedene andere Sachen machen. Also das oben hin ist es offen, aber nach unten hin denke ich, ja, 60, 70 Euro für eine Grundausstattung. Ist verschieden. Also es gibt immer ein Basismalz. Das dient einfach dazu, dass da eine gewisse Menge von Alkohol einfach reinkommt. Das ist in der Regel, also das ist der große Sack. Das ist Pilsener Malz meistens. Gibt noch Wiener Malz, das ist auch ein sehr helles, und Münchner Malz, das ist ein bisschen rötlicher. Das sind meistens so 3 Kilo und dann kommen noch vielleicht 1-2 Kilo andere Sachen dazu. Was ich gerne benutze, sind dunkle Malze, weil ich gerne dunkle Biere mag. Und da gibt es auch viele verschiedene. Es gibt welche, die irgendwie schokoladig das Bier schmecken lassen. Dann gibt es welche, die es einfach nur dunkel machen. Aber jedes Bier ist auch irgendwie anders. Also es gibt auch tolle Seiten mit Rezepten. Wenn man jetzt gerade das erste Bier braucht, sollte man vielleicht mal gucken, dass man sich ein schönes Rezept raussucht. Da steht genau drin, was man für Malze braucht, wie viel und was für Hopfen und so weiter. Keine Fragen mehr? Ja, so sieht es aus. Keine Fragen mehr. Ich sage nochmal vielen Dank für den Vortrag. So, hallo. Ich bin Hanno und beschäftige mich seit letztes Jahr etwas intensiver mit dem Thema Fuzzing. Worum geht's? Wir haben ja viel Software, die in C geschrieben ist und C++, und da haben wir ständig Probleme mit Memory Corruption Bugs, also Buffer Overflows, Use After Free etc. Kann man natürlich sagen, okay, Lösung dafür, wir verwenden einfach kein C mehr und schreiben alles neu. Finde ich auch im Prinzip gut. Also wenn irgendjemand ein neues Softwareprojekt startet, auf gar keinen Fall C oder C++ benutzen, benutzt irgendwie. Objection. Ja, können wir nachher drüber diskutieren. Also wenn ihr irgendwas Neues startet, würde ich auf jeden Fall empfehlen, irgendwie Go oder Rust oder irgendwas zu verwenden, wo man diese Probleme nicht so, zumindest nicht so gravierend hat. Aber wir haben ja einen Haufen Software, die wir heutzutage benutzen, die mit derartigen Bugs zu kämpfen hat. Und Das American Fuzzy Lob ist der Name von einer Kaninchenart, ist aber gleichzeitig auch der Name von einem Tool, was seit letztem Jahr so gibt, was von einem Google-Security-Team-Menschen von Michael Zalewski entwickelt wurde. Und also was ja schön ist, weil es das erste Mal, dass, sag ich mal, wir ein sehr gutes Fuzzing-Tool haben, was relativ einfach zu benutzen ist und was auch frei ist.
So sieht es aus. Also es sieht vielleicht ein bisschen abschreckend aus, aber die meisten Infos, die da draußen sind, sind gar nicht so wichtig. Relevant ist hier, dass man sehen kann, das hat einen Crash gefunden. Und was es letztendlich macht, ist, also wir nehmen irgendein Tool, wir recompilen das dann mit so einem Wrapper vor GCC und dann wirft das Tool auf die Software, die wir gerade testen wollen, einfach irgendwelche Inputs, die Fehler enthalten. Also ein einfaches Beispiel, wir haben ein Programm, das Bilder konvertiert von PNG nach JPEG meinetwegen. Dann nehmen wir irgendein PNG-Bild, am besten ein relativ kleines, was irgendwie nur 2 Pixel groß ist. Dann erzeugt dieses Programm ganz viele fehlerhafte PNG-Dateien, also einfach indem es da Bitfehler reinbaut oder irgendwelche Teile überschreibt, irgendwelche zufälligen Mutationen dieser Eingabedatei, wirft die auf das Programm. Und sobald es crasht, wissen wir, dass irgendwas Komisches passiert ist und dann können wir das weiter untersuchen. Und in aller Regel heißt ein Crash, dass in irgendeiner Weise Memory Corruption Bug passiert ist. Und das Schöne an diesem American Fuzzy Lob ist auch, dass es das nicht nur stupide Random Inputs macht, sondern dass es das intelligent macht in der Art und Weise, dass es aufzeichnet, welche Codepfade ein bestimmter Input triggert. Und wenn es einen neuen Codepfad findet, dann verwendet es diese Datei als Startpunkt fürs weitere Fuzzing. Der Stand der Dinge ist im Moment, dass wenn man ein normales Open-Source-Programm hat und Fuzzing drauf anwendet, dass man in aller Regel was findet. Also es gibt mehr Programme, die da relativ einfach zu findende Bugs haben, als Programme, die da eher resistent gegen sind. Dann gibt es auch noch solche Probleme hier. Wer sieht den Fehler? Das Komma. Da fehlen die Klammern. Das hat LaTeX verbockt. Aber das ist nicht der Fehler. Der Index hat jemand gesagt. Also das Problem ist hier genau, wir haben hier ein Array von der Größe 2. Das heißt, der hat die Elemente 0 und 1, weil C fängt bei Array-Indexes bei 0 beim Zählen an. Das heißt, der Index 2, diese Variable gibt es eigentlich gar nicht. Das heißt, es ist ein typischer Out-of-Bounds-Access. Das heißt, wir lesen irgendwelchen Speicher, der gar nicht initialisiert ist oder wo irgendwas anderes steht. Das Problem ist, solche Dinge crashen in der Regel nicht, sondern wird irgendwie das Programm läuft einfach weiter. Warum das ein Problem ist, das Logo ist wahrscheinlich den meisten geläufig. Es gab letztes Jahr den Heartbleed-Bug, was ein ganz klassischer Out-of-Bounds-Bug war. Um solche Sachen besser zu finden, gibt es ein Feature, das sich Address Sanitizer nennt, ist sowohl in GCC als auch in LLVM drin, was ich jedem empfehlen würde, der irgendwas mit C-Code zu tun hat, sich damit vertraut zu machen, seinen Code damit mal zu testen, weil das sehr viele Bugs in der Speicherverwaltung einfach erkennt, die man sonst oft gar nicht bemerkt. Soweit, dann habe ich jetzt hier noch so eine Liste von Programmen, in denen ich so in den letzten 2-3 Monaten Bugs gefunden und reportet habe. Also da ist ja so einiges dabei, was relativ relevant ist und was man auch sehen kann, so eine ziemliche Breite von Programmen. Also man findet so gut wie überall Dinge und ich bin halt gerade ein bisschen bemüht, da so unsere freie Software, die wir so haben, in einen besseren Zustand zu versetzen, dass sie da etwas resistenter ist und dass wir da auch weniger Sicherheitslücken und weniger Bugs haben. Ja, das wäre es eigentlich. Machen wir mit Fragen? Oder? Wir machen mit Fragen, wir haben genug Zeit. Fragen, Kommentare, Anmerkungen? Wie ist denn jetzt mit den gebrauchten Mehrsprachen wie Go oder Haskell so? Gibt es da wirklich keinen? Oder gibt es dann tatsächlich noch Bugs in der Wand? Die Frage war, wie das mit Sprachen wie Go oder Haskell, hast du gemeint, ist, ob es da gar keine solchen Bugs gibt oder, also dafür bin ich jetzt kein Experte, aber soweit ich das weiß, kannst du nach wie vor solche Probleme haben, aber es ist deutlich, deutlich unwahrscheinlicher. Also zum einen hast du natürlich oft, dass die Programmiersprache selber in C geschrieben ist oder du irgendwelche C-Libraries nach wie vor verwendest. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Teil des Problems, kannst du damit erschlagen. Also es gibt gerade ein Projekt bei Mozilla, die versuchen halt die Browser-Rendering-Engine in Rust neu zu schreiben. Das finde ich total großartig. Also das ist eigentlich, wo es hingehen muss. So, ja.
Sonst keine Fragen? Dann. Ja. Ich habe eine Webseite dazu gemacht, fuzzingproject.org. Layout ist nicht so toll, aber ich glaube, es sind ein paar nützliche Infos. Insbesondere habe ich auch ein dreiteiliges Tutorial. Also wenn ihr selber anfangen wollt, Software mit Fuzzing zu testen, ist da, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. Ja. Okay. So, und den Abschluss dieser Reihe von Lightning Talks bildet dann Joachim mit seinem Projekt Gipeda, hieß es. Richtig. Das war irgendein Anagramm von irgendwas. Ja, das ist Zufall. Das Ach, wird tatsächlich. Keine politische Aussage. Ich hoffe, dass meine Abkürzung länger lebt als die politische. Jetzt muss ich erst noch hier. Das sieht nicht gut aus. Und jetzt sehe ich nicht viel. Der Beamer will nur 1024x768. Ach so, der tut gar nichts so gut, wie er ist. Okay. Jetzt habe ich es da zu klein. Dann. Gut. Lightning Talk, also ich habe mir nicht groß was gedacht, ich erzähle einfach von dem letzten Projekt, was ich gemacht habe. Ich hatte das Problem, dass ich an einer Software arbeite, die ein bisschen performance-relevante Sachen macht, in dem Fall ein Compiler. Und wir haben Benchmarks, die spucken Zahlen raus, aber wenn man die nicht regelmäßig anschaut, dann kann es trotzdem mal sein, dass man die Sachen verschlechtert. Deswegen braucht man irgendeine Webseite, die anzeigt, was die Performance macht. Ich dachte mir, sowas ist doch ein ganz allgemeines Problem, da muss es doch sicherlich Lösungen von der Stange geben. Hab geschaut, was es gibt. Es gab sehr schöne Dashboards von verschiedenen Projekten. Go hat ein ziemlich ausgefeiltes. Mozilla hat auch sein eigenes Zeug. Chromium haben was sie nicht frei rausgeben, weil es von Google ist. Aber alle haben irgendwie eigenes Süppchen gekocht. Ich habe eins gefunden von den Leuten von PyPal, in Python geschrieben, Django-basiert, was generisch ausgelegt war. Hab das eine Weile benutzt. Aber es tat nicht, was ich wollte. Also habe ich mein eigenes geschrieben, entgegen meinen besten Vorsätzen. Und ich dachte, ich erzähle davon, weil ich habe natürlich wieder versucht, das möglichst generisch zu machen. Das heißt, wenn ihr Software habt, wo ihr irgendwelche Metriken rausbekommt, das kann Performance sein von einem Programm, kann aber auch irgendwelche Code-Metriken sein, Coverage, Kommentar, einfach Zeilen, Code-Zeilen, Anzahl, To-Dos, whatever you want, und es darstellen wollt, und euer Projekt im Git-Repo ist, das ist Voraussetzung, das will ich auch ausnutzen, dass es Git, dass die Software hier mit Git umgehen kann, dann könnt ihr es benutzen. So, wie sieht's aus? Schauen wir uns mal ein Beispiel an hier, zum Beispiel Binary, das ist eine Haskell-Bibliothek, da sieht man halt hier so die letzten Commits, die Farben kommen ein bisschen schwach raus auf dem Beamer, es gibt hier grüne und weniger grüne und weiße. Es werden nur die angezeigt, wo es sich was ändert. Ich kann auch alle anzeigen. Dann hat man noch ein paar. Jetzt hat man die weißen zwischendurch. Ich kann ja draufklicken, kann mir anschauen. Dieser Commit hier hat folgende Änderungen. Ich kann mir dann hier die Graphen anzeigen führen. Also so, wie man es erwarten würde. Ich kriege hier Tabellen und Graphen mit dem, was ich brauche. Einigermaßen intuitiv, behaupte ich mal. Genau. Wie funktioniert es dahinter, wenn ihr es einsetzen wollt? Da kann ich euch mal diese vorbereitete Folie zeigen. Also, was es nicht ist, es lässt nicht eure Benchmarks laufen. Es ist kein Jenkins-Ersatz, es ist nur der Schritt, also, naja, hier ist nicht ein Schritt, ich mache einen neuen Git-Commit, dann kommt irgendwas, das kann auf Travis laufen, das kann Jenkins sein, in meinem Fall ist es einfach ein Bash-Skript, was loopt, bis was Neues im Git-Repo reinkommt und dann baut es das Projekt neu und lässt die Benchmarks wieder laufen. Irgendwie müsst ihr mir oder meinem Tool hier so eine, kann ich hier nicht highlighten, schade, kann so eine CSV-Datei produzieren. Die sieht dann im Beispiel so aus. Ganz einfaches Format, Name, Wert. Davon benannt sollte sie sein nach dem Git-Commit. Die packt ihr in ein Verzeichnis rein, schmeißt mein Tool raus drauf, dann kriegt ihr einen Haufen von statischen Dateien. Also ich glaube eine HTML-Datei und eine JavaScript-Datei und ganz viele JSON-Dateien. Und die könnt ihr irgendwo hinkopieren auf dem Webspace. Braucht also auf dem Server keine Infrastruktur, keine,
keine Django-Installation oder so. Und dann sieht das so aus. Genau, das, soweit ihr es benutzen wollt. Ihr findet es auf der entsprechenden GitHub-Seite mit Erklärungen, wie ihr es einsetzen könnt. Ist ein Haskell-Programm natürlich, wenn ich es geschrieben habe. Sollte euch aber nicht davon abhalten, es zu benutzen. Man kriegt auch als normaler Mensch Haskell-Programme inzwischen kompiliert. Wenn ihr dran hacken wollt, wäre cool. Da ist ein bisschen was beschrieben, wie es funktioniert. Wo habe ich denn die Folie? Ja. Serverseitig ist es Haskell. Könnt ihr gerne mitbasteln. Aber arg viel passiert gar nicht serverseitig oder im Vorbereitungsschritt. Da werden die Daten halt umsortiert und in einen Haufen JSON-Dateien gepackt. Clientseitig ist es relativ straightforward. HTML mit JavaScript-Gedöns heutzutage. Handlebars als Templating-Tool-Sprache fürs JavaScript. Und sonst noch normales jQuery. Ich suche vor allem Leute, die Ideen haben, wie man das Interface schöner machen kann. Ich habe gemerkt, ich bin da nicht der beste Gestalter. Also ich versuche mich da einfach zurückzuhalten und möglichst wenig zu machen, dann kann ich wenig kaputt machen. Wer also gerne User Interfaces bastelt, kann da auch gerne zustoßen. Aber ich freue mich auch, wenn einfach Leute es benutzen. Wie ihr seht, es wird schon von, wo haben wir es hier, von zwei Projekten benutzt. Ich zähle mal mich selbst nicht dazu, weil das ist eigentlich nur eine Demo mit, naja, die Metriken, die ich hier habe, sind Zeilencode und wie meine Kommentarrate ist und naja, die ist auch nicht so arg toll. Genau, Fragen dazu? Ja. Es gibt ja häufig so Metriken, bei denen du schwankende Werte rausbekommst, zum Beispiel Benchmarks, ja, wie schnell läuft das ab, das variiert zum Beispiel, wenn Jenkins mehr ausgelastet ist und weniger. Wie gehst du damit um? Das kann mein Tool nicht besonders abdecken. Das ist sozusagen die Aufgabe der Benchmark-Suite, das so lange laufen zu lassen, bis es statistisch relevant wird. Und wenn, ja, ich, ja, nee, also in der Hinsicht passiert da nicht viel. Ich weiß auch nicht, ob ich es überhaupt haben will oder ob es einfach ein einfacher Visualizer sein soll, der wirklich einfache Graphen baut. Gut, dann war das wohl der letzte Lightning Talk. Ein bisschen traurig, tja, aber leider ist es ein wenig knapp, aber wir sagen trotzdem nochmal vielen Dank an Joachim. Ja. Genau, und wir zeigen nochmal die entsprechende GitHub-Seite. Ja, natürlich, Werbung muss sein. Werbung muss sein. Und damit sind wir auch wirklich mit den Lightning Talks für diese GPN am Ende. Wir hätten an dieser Stelle noch, meine Güte, eine ganze Menge Zeit gehabt. Wie viel, das will ich jetzt gar nicht wissen. Ich danke euch allen für eure Aufmerksamkeit, dass ihr dann doch noch heldenhaft alle hier geblieben seid.